Tag. Guten Tag, mein Name ist Rudi, Herr Lorius. Ich stelle eine internationale Investmentgesellschaft Definitare vor. Sie haben sich kürzlich in dem Handel mit dem Software-System angemeldet, richtig? Weiß ich nicht. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag, Monika ist mein Name. Firma Gebrich GmbH. Was für eine GmbH? Firma Gebrich, Gebrich GmbH. Was ist das? Sie haben auf unserer Webseite das Bestellformular für Editone Kunststoff. Naturprodukte. Ja. Guten Tag. Hallo, schön, dass ich zu erreichen, Herr Habeck, ja? Ja. Und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Jede Menge Blödsinn am Telefon. Heute haben wir wieder drei Betrüger dran, unter anderem eine Firma, die uns mal wieder Erektionspillen zuschicken möchte. Einfach nur der absolute Wahnsinn. Unseriöser geht's alles nicht und naja, hier sollte man definitiv bei den anderen Firmen auch kein Geld investieren. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit diesen drei Telefonaten. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Rudi, Herr Lorius. Ich stelle eine internationale Investmentgesellschaft Definitare vor. Sie haben sich kürzlich in dem Handel mit dem Software-System angemeldet, richtig? Weiß ich nicht. Mit dem Software-System angemeldet, richtig? Weiß ich nicht. Wie geht's? Herr Ganz gut. Oh, sehr gut. Von uns? Was sagen? Und haben Sie bereits Erfahrung im Handel? Ja, natürlich. Klar, doch mal. Gut, gut. Gute Entfernung oder schlechte? Nö, bis jetzt ist das Geld von eBay immer gekommen. Das ist Knusprig Knusprig. Das ist Ihre richtige Vorname? Oder nee, ist nein? Mein Vorname, ist mein Nachname. Ah, ja. Entschuldigung. Seine Nachname. Richtige? Ja? Knusprig, knusprig, sagen Sie. Interessant. Ja. Ja. Oh. Gut. Auf Wiedersehen. Was? Hab Sie nicht verstanden? Warum? Ich dachte, Sie wollen mir was erzählen. Sie möchten mit mir sprechen, ja? Na, Sie haben doch gesagt, Sie wollen irgendwas erzählen. Mhm. Gut. Haben Sie Kinder? Nee. Sie lieben Katzen? Nee. Nee? Nee. Und warum? Was lieben Sie? Was? Was lieben Sie? Mit Geld. Geld lieben? Mit unserem Unternehmen, Sie Geld, viel Geld verdienen. Ja? Wie viel denn? Ja. Andere. Was andere? Viele. Sehr viele Geld. Sehr ja? viele Geld. Ja? Und wie viel? 5000 Millionen Euro. Zu wenig. Das ist mir zu wenig. Natürlich? Das ist mir zu wenig. Sie haben viele Geld? Aber das ist doch nicht viel. Das ist doch nur ganz wenig, was Sie gesagt haben. Ja, ich verstehe. Ja. Also ist Ihr Angebot gar nicht so gut. Und warum? Ja, weil sind ja bloß so ein paar Pimperlinge da, was Sie da anbieten. Das ist doch viel zu wenig. Was soll man denn mit so wenig Geld? Nein. Was nein? Was nein? Magst du Bockwürstchen? Sie lieben Bananen? Magst du Bockwürstchen? Ah, ja. Ja, Bockwürstchen sind lustig. Ja. Mhm. Und Sie lieben Katzen oder nein? Nee, Bockwürstchen. Bockwürstchen sind toll. Aha. Ja. Okay. Mit welchen Sprachen sprechen Sie? Sprechen Sie Englisch? Nee. Nur Deutsch. Na und Kakalakisch kann ich auch. Katalakisch? Ja, aber verstehe ich nur. Also kann ich nicht sprechen, aber kann ich verstehen. Sprechen Sie Arabisch? Nee, Kakalakisch. Also nicht Kakala sprechen, aber verstehen. Ich spreche Kakalakisch. Ich weiß nicht.
Nee, Sie sprechen Kakerlakisch und ich kann das schon mittlerweile verstehen, da gewöhnt man sich ja dran. Vielleicht sprechen Sie Ulalakisch? Nee, was ist nur denn das? Nur Kakerlakisch. Wo kommt denn das her? Mhm. Okay. Mhm. Oh. Was gibt's so Neues auf dem Betrügermarkt? Nichts Neues. Nichts Neues. Nichts Neues. Aber ist es da nicht langweilig, den ganzen Tag am Telefon zu sitzen? Nein. Warum nicht? Ist doch voll laut da. Und warum ja? Und warum ja? Also mich wird das nerven. Mhm. Ja. Okay, gut. Jetzt, was machen wir jetzt noch? Herr Lorio. Was denn? News, nichts mehr zu hören. News aus. Jetzt höre ich wieder was. Ich rufe Sie am Morgen, gut? Ja. Gut. Mhm. Und tschüss. Tschüss. Ja. Ja. Tschüss. Schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, Kakao. Kakao. Ja, hier haben wir wohl wieder einen Betrüger dran gehabt, dem der Name aufgefallen ist. Ja, ich meine, knusprig, knusprig kann natürlich irgendjemand heißen, warum auch nicht, aber unterm Strich ist dem hier wohl aufgefallen, dass wir uns da schon mehrfach angemeldet haben in diesem netten Callcenter. Aber man muss sich hier nochmal vor Augen halten, die wollen ja angeblich seriös sein und rufen von einer angeblich seriösen Tradingbank an, um, naja, euer Geld zu vermehren oder was auch immer. Aber das hier ist doch keine seriöse Firma, die so am Telefon agiert. Also mal selbst davon abgesehen, dass der Eintrag, also der Kundendatensatz, ja nicht seriös war. Man versucht doch dann entweder seriös zu bleiben oder man ruft da gar nicht erst an. Tja, aber die geben sich ja gar keine Mühe. Tja, und die nutzen dann diese Datensätze das ein oder andere Mal auch gerne mal, um ihre Pausenzeit irgendwie ein bisschen aufzuhübschen. Oder rufen einfach an, um, naja, selber Zeit zu vertrödeln, damit sie nicht so viel arbeiten müssen. Denn so vergeht natürlich die Arbeitszeit auch ein bisschen schneller. Habe ich zumindest ziemlich oft das Gefühl, dass die Betrüger hier nur darauf aus sind, dann selber ihre Zeit ein bisschen zu verplempern, weil sie gar keine Lust haben auf ihren Job. Tja, aber eine seriöse Firma würde, glaube ich, so nicht bei euch anrufen. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Gespräch, was ich euch noch mitgebracht habe. Hier geht's um, naja, die schönen Erektionspillen, die wir schon mal in einem anderen Video hatten. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag, Monika ist mein Name. Firma Geberich GmbH. Was für eine GmbH? Firma Geberich. Geberich GmbH. Was ist das? Sie haben auf unserer Webseite das Bestellformular für Erythronatur. Ach so. Naturprodukte, ja. Hier steht Info, dass Sie haben schon mal das Produkt bei uns bestellt und zwar, das war am 29.06. Und Sie haben das Produkt nicht erhalten. Ist das richtig? Ja, da hat mir das keiner zugeschickt. Da ist nichts gekommen. Ist nicht angekommen, ja? Ja. Das ist ein bisschen seltsam. Ja. Vielleicht haben wir also Ihre Adresse falsch aufgeschrieben. Einen Moment, bitte schauen wir jetzt nochmal nach. Ja. Also das ist Berlin auf jeden Fall, 12055. Mhm. Das ist Braunschweiger Straße, Hausnummer 77. Ist das richtig? Ja, genau. Das ist das, ja. Damals hatten Sie für zwei Personen bestellt, ja? Das war mit dieser Die wollte ich alleine essen. Erst alleine, ja? Nur für sich selber, ja? Also ja. 7 Packungen für 190 Euro, ja? Möchten Sie gerne haben. Ja. Ja, gerne. Dann also, wie gesagt, Versand- und Nachnahmegebühren bezahlen wir. Das macht unsere Firma. Mhm. Auf andere, also Bestellung steht Eduardo, also der Name Eduardo. Und hier in diese Bestellung steht Felix. Ist das richtig? Welche von die zwei Namen ist der richtige? Und mit den anderen, den kenne ich nicht. Dann war das ein Nachbar. Okay, so, ja, dann, ja, jetzt möchten, sagen Sie bitte, auf welchen Namen soll ich das Produkt schicken? Können Sie bitte der volle Name sagen? Felix Blitzekacke. Mhm, okay. Ja.
So, okay, dann also, und die Adresse ist auch richtig, ja? Ja, aber ich habe da schon mal bestellt und dann ist da nichts gekommen. Genau. Mhm. Okay, dann also, das Paket kommt in nächste Woche. Ja. Am Montag oder am Dienstag. Und ja. Sonst einen Moment bitte. Sagen Sie bitte, möchten Sie nach der Lieferung bezahlen oder per Vorkasse? Na, per Nachname wollte ich das machen. Mhm. Einen Moment bitte. Schau ja. mal nach, ob ich das machen kann, weil normalerweise wir machen das jetzt nur per Vorkasse. Einen Moment bitte. Seit wann denn das? Einen Moment bitte. So, ja. Sagen Sie bitte, ist der Nachname wirklich Ihr richtiger Nachname? Ja. Schon Wahnsinn. Ich glaube, hier auf dieser Webseite haben es die Scambaiter ein kleines bisschen übertrieben. Beziehungsweise übertreiben können die Scambaiter das ja nicht. Hier, diese Firma, die hat jetzt umgestellt auf Kreditkarte oder Vorauszahlung. Normalerweise war es hier bei dieser Firma so, dass man per Vorkasse bestellen konnte und dann einfach die Kapseln zugeschickt werden. Tja, die wollen sich jetzt versuchen zu schützen, dass sie nicht mehr auf den Leim des Gemäter gehen. Aber das Problem hierbei ist, man weiß ja auch gar nicht, was man da für Tabletten zu sich nimmt. Denn so richtig was über die Inhaltsstoffe erfährt man auf der Webseite nicht. Und das absolut Kurioseste ist eigentlich der Bestellvorgang. Man bestellt ganz normal auf deren Webseite irgendwelche Tabletten und bekommt einen Anruf. Das ist komisch. Normalerweise ist es ja so, dass man den kompletten Bestellprozess eigentlich online durchführt, wenn man online was bestellt. Hier bei dieser Webseite ist es so, dass man euch wieder direkt anruft. Also das Telefon klingelt und dann, ja, jemand dran ist, der euch definitiv das Geld aus der Tasche leiern möchte. Denn hier wird, denke ich, mal wieder mit der Scham gespielt. Denn, naja, bei so Erektionskapseln jemanden am Telefon zu haben, ist, glaube ich, nicht so eine schöne Geschichte. Hier will man einfach nur wieder mit Nachdruck, ja, dafür sorgen, dass ihr euer Geld in dieser Firma versenkt. Ob die Kapseln was bringen am Ende? Ich glaube eher nicht. Wieso? Ihr richtiger Nachname, nicht Ihr richtiger Nachname? Weil in erster Bestellung stand also Eduardo Pusselmuka, ja, und ich bin ja nicht ich. Sagen Sie bitte, können Sie per Vorkasse bezahlen? Nee, ich bezahle nur bar. Ich habe kein Konto. Mhm. Aber das Paket kommt nicht an, wenn der Name nicht richtig ist. Das ist aber das der Name ist doch richtig. Mhm. Okay. Wollen Sie ja, mir dann, das jetzt nicht mehr zuschicken? Na, ich bin nicht sicher, ein bisschen unsicher, weil also in Folgebestellung der Name war auch ein bisschen... Na, aber das andere bin ja nicht ich, vielleicht ist es ein Nachbar. Aber ich bin eher Stimme, also ich glaube, das war Sie doch, ja? Sie, also... Warum denken Sie sowas von mir? Weil, also, ja, ich habe mit Ihnen gesprochen und ich... Ich habe ihr Stimme erkannt einfach. Ja, aber das letzte Mal hatte ich doch noch eine andere Stimme. Wie heißt denn die so ganz? Okay, also sagen Sie bitte, möchten Sie das wirklich haben oder spielen Sie da? Ja, natürlich möchte ich das haben. Wenn es gratis ist, nehme ich das alles an. Okay, dann also, wir versuchen mal das nochmal. Ne? Ja. Gut, dann also, Sie bekommen 7 Packungen. Das macht genau 190 Euro für die 7 Packungen. Ja. Ja. Mhm. Gut, dann sonst sagen Sie bitte, haben Sie jetzt vielleicht noch Fragen? Nee, wenn das kommt, dann bin ich grundlos glücklich. Mhm, gut. Sonst bitte ruhig melden sich bei uns, ja? Alles klar. Gut. Ja, dann ich bedanke mich und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch, ja? Ja, auch so. Ja, danke, wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Tschüssi. Der absolute Kracher. Die nimmt die Bestellung jetzt hier wirklich auf, obwohl sie gemerkt hat, dass das eigentlich alles fake ist. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wie geldgierig kann man denn eigentlich sein? Und tatsächlich, die Bestellung von dieser Firma hier wurde dann ausgelöst. Tja, ich weiß es nicht. Da findet man eigentlich keine Worte mehr dafür. Die versuchen mit allen Mitteln irgendwie den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das Schlimme ist, die Methoden und Maschen werden irgendwie immer fragwürdiger.
Denn wie gesagt, mit Pillen sollte man, glaube ich, nicht so spaßig umgehen. Denn am Ende nimmt man da irgendwas ein, was dem Körper eher schadet, statt dass man da irgendwas verbessert. Von daher, sollte jemand Erektionsstörungen haben, dann gehört man zum Arzt. Aber nicht ans Telefon bei irgendeiner komischen, ausländisch sprechenden mit Akzent netten Dame. Sie war zwar höflich und freundlich, aber naja, es ist auf jeden Fall sehr verwerflich, was sie da am Telefon verkaufen. Und das Kuriose ist halt einfach, dass die da nicht selber drüber nachdenken, die Mitarbeiter, die das da eigentlich verkaufen. Denn eins ist klar, ich kann doch nicht irgendwelche Tablettenprodukte einfach übers Internet verkaufen, ohne darüber Bescheid zu wissen, was es eigentlich wirklich macht. Ich meine, gut, die beraten ja hier sogar teilweise ein bisschen. Aber letztendlich erzählen die da nur ihr Skript und nicht, was da wirklich an Inhaltsstoffe drin sind. Das sollte jedem klar sein. Machen wir mal weiter. Ich habe euch noch eine übliche Betrugsmasche mitgebracht. Guten Tag. Hallo, schön, dass ich zu erreichen, Herr Habeck, ja? Ja. Diana Stark ist am Apparat und ich grüße Sie. Ich rufe Sie an als Signalgeberin von einer Anlageberatungsfirma und ich würde gerne mit Ihnen die neueste Gelegenheit über Finanzmarkt teilen. Haben Sie schon etwas über Finanzmarkt gehört, ja? Nee. Sie haben niemals etwas über Finanzmarkt gehört? Na doch, aber nicht jetzt. Okay. Herr Habeck, Finanzmarkt ist eine Möglichkeit, Online-Profite zu generieren, online ein passives Einkommen zu haben. Weil Sie haben schon Interesse selber bei uns gezeigt. Deswegen, Sie bekommen heute unseren Anruf. Herr Abeck, wieso denn haben Sie niemals bis jetzt probiert, Online-Profite zu generieren? Ja, weil ich nicht weiß, wie es geht. Finanzmarkt bedeutet, Online-Profite zu generieren mit Bitcoin, mit Forex, mit Aktien, Gold, Öl, Palladium und so weiter. Bestimmt, Sie haben bis jetzt etwas über Forex, Bitcoin gehört, ja? Oh mein Gott, Sie sind sehr langsam, Herr Habeck. Ja. Okay, ich muss Ihre Antwort nehmen, denn wieso denn haben Sie niemals probiert, Finanzmarkt? Na, weil ich mich nicht kenne aus mit den Sachen. Ah, okay, vielleicht haben Sie eine schlechte Erfahrung gemacht mit diesem Thema, oder? Nee. Wieso? Ja? Wieso? Ich muss wissen da, oh mein Gott. Herr Habeck, okay, ich rufe Ihnen, weil ich würde gerne mit Ihnen die neue Gelegenheit über Finanzmarkt teilen, okay? Ach so. Deswegen, wenn ich, ja. 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 Dann machen wir das. Herr Habeck, okay. Sie haben schon gehört, was hat schon passiert mit dem Welt. Wir leben in einer Inflation. Alle die Preise sind nebengestiegen, sind sehr teuer, aber die Lohn ist die gleiche, okay? Und wir haben angefangen, die Leute zu anrufen, dass schon verbrannt im Finanzmarkt sind und die neue Gelegenheit mit diesen Leuten zu teilen, okay? Mhm. Natürlich, sie sind nicht unbedingt etwas bei uns machen, das ist komplett ihre Entscheidung, aber wenn sie hören, die neue Gelegenheit, das hat schon gekommen, sie werden Interesse haben. Oh je. Okay. Okay, Herr Habeck, haben Sie bisher Investitionen gemacht? Ja. Okay, und wie läuft Ihre Investitionen? Haben Sie schon Profite generiert oder noch nicht? Nee. Sie warten vielleicht. Sie haben niemals Profite gemacht? Nee. Das bedeutet, dass Sie haben eine schlechte Erfahrung mit diesem Thema, ja? Nein. Nein, wie nein? Wenn Sie nicht Profite gemacht haben, was heißt das? Das heißt, mit was haben Sie gehandelt? Gar nicht gehandelt. Okay, aber Sie haben ja auch nicht danach gefragt, ob ich gehandelt habe, sondern ob ich schon mal investiert habe. Ich habe nicht. Das war eine andere. Oh mein Gott. Okay, also, Herr Habeck, haben Sie bis jetzt gehandelt oder nicht? Nee. Wieso denn nee? Na, das haben wir doch, das habe ich Ihnen doch schon dreimal jetzt erklärt. Sie haben dreimal diese Frage gestellt. Sind Sie doof? Ja, wieso? Ich habe Ihnen gefragt, weil ich habe nicht eine gute Antwort genommen, okay? Sie haben ein bisschen das gesagt, okay? Ich habe nicht verstanden. Ja, dann müssen Sie mal die Ohren waschen, wenn Sie da arbeiten. Oh mein Gott.
Herr Habeck, ja. Ich habe Ihnen gesagt, ich werde Ihnen die neue Gelegenheit über Finanzmarkt teilen. Wir sind auch Geschäftspartner mit iInvesting.eu. iInvesting ist schon lizenziert und reguliert unter BaFin. Nee. Sie kennen BaFin, ja? Ja. Sie kennen BaFin nicht? Doch. Machen Sie Spaß, Herr Habeck, oder wie bitte? Weil Sie sagen nur ja oder nein. Na, weil ich gar nicht weiß, was Sie von mir wollen. Oh mein. Wie können Sie nicht wissen, was will ich bei Ihnen? Ich will nicht bei Ihnen. Ich werde nur meine Arbeit Ihnen präsentieren, okay? Sie wollen sich bei mir präsentieren. Werden Sie online Profite zu generieren? Haben Sie Interesse, online Profite zu generieren? Ja, natürlich. Online Geld machen. Deswegen rufen Sie mich doch an, dachte ich. Ja, ich rufe Ihnen, weil ich aber werde die neue Gelegenheit über Finanzmarkt teilen. Ja. Oh mein. Ja, nervige Kunden können die Mitarbeiter auf jeden Fall auch nicht ab. Tja, so ist das halt eben. Die wollen ganz, ganz schnell an euer Geld und wenn ihr da nicht 1:1 mitspielt, dann sind sie ganz schnell wieder weg. Ich hoffe, dass die das in der Regel immer so tun, denn so ist die Gefahr, dass sie viele betrügen, nicht ganz so hoch. Das Problem ist, dass die Statistiken hier leider was ganz anderes sagen, dass da sehr, sehr viele Menschen ihr Geld einzahlen. Tja, und das passiert genau dann, wenn man bei dem Skript, das sie da vorlesen, ja genau mitspielt und genau so reagiert, wie sich die Betrüger das eben vorgestellt haben, als sie das Skript das erste Mal geschrieben haben. Sonst würde es ja auch nicht funktionieren, dass sie ja quasi bei jedem Anruf irgendwie dann doch immer das Gleiche runterleiern. Es ist ja tatsächlich so, egal welche Firma da anruft, die lesen alle mehr oder weniger das gleiche Skript vor. Und das ist ja das Gruselige an der Geschichte. Das muss einfach wunderbar funktionieren, wenn die da einfach ihren Leitfaden runterrattern. Es ist absolut dramatisch. Von daher teilt sehr gerne die Videos mit euren Verwandten, Bekannten, im Chat, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, überall, wo ihr miteinander vernetzt seid, damit jeder über diese Betrugsmaschen auch wenigstens ein kleines bisschen informiert ist und auch schon mal vorgewarnt ist. Erzählt auf jeden Fall allen davon, dass es solche Maschen eben nun mal am Telefon gibt, dass da keiner drauf reinfällt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne dem Video einen Daumen nach oben. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.